Heute habe ich euch den Riemenspanner BT1 mitgebracht von Pinion. Wir schauen uns an, wie man den richtig montiert, was zu beachten ist und wo er überall eingesetzt werden kann. Hallo, ich bin der Christoph von Pinion. Der Riemenspanner wurde dafür entwickelt, um direkt an allen Piniongetrieben montiert werden zu können, sowohl in der P-Linie, wie ihr es hier an dem Modell seht, als auch in der C-Linie. Eingesetzt werden kann er auch an gefederten Hinterbauten oder auch an ungefederten Hinterbauten, wenn diese keine verschiebbaren Ausfallenden haben. Der Riemenspanner kann mit einem 3 mm Werkzeug blockiert werden, so dass Montagearbeiten und zum Beispiel der Ausbau vom Hinterrad leichter gelingen. Auf der Rückseite ist der Riemenspanner auch mit einer Skala versehen, so dass ich die Riemenspannung prüfen kann, ob die im richtigen Bereich liegt. Der Riemenspanner hat 5 mögliche Montagepositionen, die jeweils eine Verdrehung um 10 Grad darstellen. Und es kann noch eine Feinverstellung 5 Grad genau erfolgen über das Versetzen der Spannrolle. Die Riemenrolle ist groß dimensioniert und mit 2 O-Ringen versehen, damit der Riemen möglichst leise darüber läuft. Jetzt kommen wir zu den besonders wichtigen Punkten, damit später der Riemenspanner optimal funktioniert im Betrieb. Der Riemenspanner ist auf die Komponenten des Gates Carbon Drive CDX Systems ausgelegt, damit er mit diesen optimal zusammenarbeitet. Bei Rahmen mit Hinterbaufederung muss dieser durch den Hersteller entsprechend freigegeben sein, damit sowohl Riemenspanner als auch Riemen nicht mit dem Rahmen kollidieren, und auch die Kinematik des Hinterbaus muss entsprechend auf die zusätzlichen Kräfte ausgelegt sein. Wenn du dir nicht sicher bist, kannst du dies bei dem Support deines Rahmenherstellers erfragen. Der Riemenspanner darf nur in Kombination mit einer 39 Zähnen Riemenscheibe eingesetzt werden. Hier empfehlen wir eine Riemenscheibe zur Direktmontage ohne Spider. Die Riemenlinie an deinem Fahrrad muss richtig eingestellt sein, sprich der Riemen muss gerade verlaufen und die beiden Riemenscheiben müssen fluchten. Falls ihr die Übersetzung ändern solltet, sprich hinten ein kleineres oder eine größere Riemenscheibe montieren solltet, bitte achtet darauf, dass dann eventuell auch ein neuer Riemen notwendig ist, weil die Größe von dem alten Riemen dann nicht mehr zu den neuen Riemenscheiben passt. Der Riemenspanner wird mit 2 Schrauben direkt am Getriebe festgeschraubt. War der Riemenspanner schon mal montiert, nutzt die gleiche Montageposition. Wenn es eine Neumontage ist, achte darauf, dass die Spannrolle des Riemenspanners möglichst nah an der Riemenstrebe liegt. Die Schrauben werden mit 4 Newtonmeter angezogen. Anschließend kann der Riemenspanner gespannt werden und mit einem 3 mm Werkzeug an der Arretierposition im gespannten Zustand blockiert werden. So wird die Spannung vom Riemen entfernt und die Riemenscheibe kann problemlos auf das Getriebe aufgesteckt werden und gleichzeitig der Riemen auf die Riemenscheibe aufgelegt werden. Wichtig ist, dass ihr die Edelstahl-Unterlagsscheibe unter den Lockring legt und dass der Lockring auch noch eine originale Schraubensicherung hat. Der Lockring wird über ein Linksgewinde aufgeschraubt. Die Schraubrichtung könnt ihr auch auf dem Werkzeug ablesen. Wichtig ist, wenn ihr den Lockring festzieht, braucht ihr die linke Kurbel, um entsprechend gegenzuhalten, und zieht dann abschließend den Lockring mit 40 Newtonmeter fest. Anschließend wird die Arretierung mit dem 3 mm Werkzeug abgezogen, sodass die Spannung am Riemen wieder anliegt. Nach der Montage des Riemenspanners und des Riemens ist es wichtig, das Setup entsprechend zu überprüfen, ob die richtige Anbauposition des Riemenspanners gewählt wurde. Dazu lass die Luft aus deinem Dämpfer oder bau diesen komplett aus,
und federe den kompletten Federweg einmal durch an deinem Fahrrad. Währenddessen kannst du die Skala beobachten und siehst, ob die Spannung im richtigen Bereich ist. Den Riemenspanner kannst du im Rahmen einer Bikewäsche mitwaschen. Lediglich auf Hochdruck und Dampfreiniger solltest du verzichten, ebenso wie auf aggressive Reinigungsmittel. Gelegentlich solltest du auf den Führungszylinder der Feder etwas Silikonspray geben, damit sich keine Geräusche entwickeln können. Weitere Servicevideos findest du auf pinion.eu oder auf unserem YouTube-Kanal. Damit du kein Video mehr verpasst, kannst du diesen gerne abonnieren. Wir wünschen dir viel Spaß bei deiner nächsten Tour.